Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller und ich sage zum einen vielen Dank für eure vielen Bewertungen, Anregungen, Hinweise auf unsere letzten Videos. Sowas Sport an. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal, Glocke unten, ihr wisst wie. Und das spornt uns natürlich an, weitere Videos zu machen. Auch gerne Anregungen, was ihr gerne erfahren würdet über Schuhe, über Outdoor-Schuhe, Wanderschuhe oder was auch immer. Also meldet euch, ich freue mich auf Anregungen. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Einfach mal 5 andere Schuhe. Wenn ihr draußen unterwegs seid, wenn ihr Berg- und Wanderschuhe kennt, dann kennt ihr eben in Loba Tibet, dann kennt ihr in Meindl Island, in La Sportiva Nepal Serie. Und ich möchte euch einfach mal andere Schuhe zeigen, die durchaus ihre Berechtigung haben, von denen ich auch ein Fan bin. Und deswegen haben wir sie eben auch bei uns im Programm, die auch gut sind, aber oftmals gehen sie unter, weil wenn jemand mit dem Wandern anfängt, dann bekommt er immer den Tipp, nimm einen Hanwag Alaska, nimm einen Meindl Island, nimm einen Loba Cevedale oder einen Loba Renegade. Und das sind ja auch keine schlechten Schuhe, absolut nicht. Aber es gibt eben auch abseits davon Schuhe, die ihre Berechtigung haben. Und wenn ihr die Chance habt, probiert immer andere Schuhe auch aus, weil jeder Schuh passt auch anders. Ja, ich starte mit dem Mammut Dugan. Der Dugan ist ein toller, neuer, leichter Schuh von Mammut, wasserdicht. Und was macht ihn eben so besonders enorm leicht? Es gibt diesen Schuh als Halbschuh, als Midcut und als etwas höherer. Ich bin immer ein Fan von den etwas höheren oder von den Halbschuhen. Midcut ist für mich immer ein bisschen schwierig, aber ich weiß, dass viele von euch eben auch die Midcut-Schuhe mögen. Deswegen ja, haben sie auch ihre Berechtigung. Wie gesagt, ich bin eher ein Fan dann von den etwas mehr Halt. Super leicht und trittfest von der Sohle. Wie machen die Leute von Mammut das, indem sie hier, sieht man es auch in diesem kleinen Fenster, eine Metallsohle mit reinlegen, bevor die Sohle angespritzt wird. Und dadurch habe ich einen Schuh mit einer für dieses Gewicht enormen Verbindungssteifigkeit, Trittfestigkeit, also ein super schöner Allrounder zum Wandern, aber auch genauso auch zum Biken. Also für mich einer der leichtesten Multifunktionsschuhe, die auf dem Markt sind. Wenn ihr ihn irgendwo probieren könnt, dann solltet ihr es auf alle Fälle tun. Ja, ein Schuh, den es seit 2020 auf dem Markt gibt, ist der TX5 von La Sportiva. Was zeichnet diesen Schuh aus? Auch eine enorme Leichtigkeit, eine gute trittfeste Vibram-Profilsohle und ein Schnürsystem, wie man sie aus der Drango-Serie eben kennt, aus dem Kletterschuhbereich auch, die weit bis nach vorne reingeht. Also ein leichter, sportiver Schuh zum schnellen Gehen. Ja, für mich wäre das momentan oder ist momentan so die erste Wahl als Allrounder vom Mittelgebirge, Voralpengebiet, als technischer, cooler Wanderschuh. Hier würde ich gar nicht so eine dicke Socke reintragen. Ihr wisst, ich bin immer der Fan von Rhône Original, dünne Socke unten drunter. Durchaus, hier würde ich einen etwas dünnere Rhône nehmen, nach wie vor einen Protektor auf die Haut und ihr habt einen tolle, problemlose, leichte Schuh. Für 2021 neu auf dem Markt ist der Scarpa ZG Trek. Ein leichter Schuh. Ich habe hier die Damenvariante, es gibt aber auch als Herrenschuh. Ja, einfach mal ein Schuh, der den Bedürfnissen der momentanen Zeit für Mittelgebirge, Voralpengebiet, ja, problemloses Gehen absolut gerecht wird. Trotzdem eine sehr gute funktionelle Sohle, eine trittfeste Sohle, mit der man eben auch einiges anfangen kann. Und wenig Nähte, deswegen auch eine hervorragende Passform. Je weniger Nähte, desto besser kann sich das Obermaterial auch immer anpassen. Und deswegen auch ein Schuh, den man immer mal probieren sollte. Ich glaube, dass er auch in einige Tests in diesem Jahr auftauchen wird. Also für mich eine Alternative zum ja, über Loba Renegade in der B-C-Kategorie. Ja, jetzt kommen wir zu den absoluten Spezialitäten. Es gibt natürlich einiges an guten, trittfesten Schuhen. Und ich möchte hier so ein bisschen auf die Marke Zambalan aufmerksam machen. Zambalan, ein Familienbetrieb aus Italien. Ihr findet einige Videos von Marco Zambalan auch hier in YouTube, wie er zum Beispiel diese Schuhe macht. Hier haben wir eine Besonderheit, nämlich einen echten zwiegenähten Schuh, der noch etwas Flex hat. Allein das macht ihn schon besonders. Und er hat eine wasserdichte und atmungsaktive Gore-Tex-Membran. Also Gore-Tex, flexibel und zwiegenäht, das ist die hohe Kunst des Bergschuhbauens.
das können nur wenige. Dazu noch dieses hervorragende Leder. Also das ist für mich absolute Handwerkskunst. Passen tut das Ding auch noch, funktionieren tut es. Wir verkaufen es oftmals an Leute, die Hüttenwirte sind, die Landwirte sind, die einfach einen Schuh brauchen, der super bequem ist und trotzdem fast unverwüstlich und trotzdem weich ist und wasserdicht. Also ich bin, ihr merkt es, ein Fan auch eben der Marke Zambalan, weil ich eben weiß, was dahinter steckt, dass sie eben noch in Italien produzieren. Und das ist wirklich etwas, was euch nur wenige Marken zeigen können. Zwiegenäht, wasserdicht und eben noch mit Flex drin. Hier haben wir verschiedene Schuhe von denen im Angebot. Und schaut sie euch an. Absolut tolle Marke. Ja, Meindl, einer sicherlich der meistverkauften Schuhe im deutschsprachigen Raum, sind die Bergschuhe oder Wanderschuhe der Firma Meindl. Nicht ohne Grund, sie machen absolut gute Schuhe und ihr kennt die Schuhe der Air Revolution Serie, ihr kennt aber auch Meindl Island. Island war ja eine der Gore-Tex-Schuhe, die es überhaupt als erstes auf dem Markt gab. Ich habe bewusst kein Island gewählt, ich habe auch keinen aus der Air Revolution Serie gewählt. Ich habe hier einen Engadin gewählt. Warum? Weil das ein trittfester Schuh ist, der eben noch ein Lederfutter hat. So sehr ich die Gore-Tex-Membrane mag und das Argument wasserdicht, atmungsaktiv auch nachvollziehen kann, gibt es doch immer wieder mal Leute, die sagen, ich möchte wieder den klassischen Lederfutterschuh haben, gerade weil das Klima innen drin bei solchen Schuhen absolut hervorragend ist, in Kombination mit der von uns empfohlenen Sockenkombination, das heißt Protector auf der Haut, Rona Original oben drüber, habt ihr hier einen tollen Allrounder, der euch im Gebirge begleitet, der euch auf Klettersteige begleitet, aber der vielleicht auch ein Jagdschuh sein kann. Also für mich einer der schönsten Schuhe und vor allen Dingen auch mit ohne viel Nähte versehen, einer der Klassiker. Und er wird im Handel eben wenig gezeigt, weil es eben in Island gibt mit Gore-Tex. Aber wenn ihr mal in Island sucht ohne Gore-Tex, dann seid ihr beim Engadin. Ja, das waren so meine mal so quer anderen Top 5. Und ich freue mich auf eure Anregungen. Und abonniert unseren Kanal.